Ja, hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um die Verdauung und ich habe auch schon ein kleines Inhaltsverzeichnis gemacht. Als erstes geht es um die pauschalen Aufgaben, dann über die Funktion, dann auch die Funktion des Magens, dann was über die Verdauung während der sportlichen Belastung, dann noch was über Seitenspeicher stechen und was sehr Interessantes über die Mundspülung. Ja, zu den Hauptaufgaben der Verdauung, das weiß jeder von euch, also Verdauung ist praktisch, wenn man jetzt irgendwas hat, einen Apfel in dem Fall, dann versucht der Körper das, also diese Nahrungsquelle in Energie umzuwandeln, sodass wir halt uns bewegen können bzw. einfach leben können. Außerdem muss der Körper bzw. die Verdauung im Körper ist dafür zuständig, die Nahrung in die einzelnen Bestandteile zu zerlegen. Und mechanisch bedeutet das ja dann, dass man den Nahrungsbrei praktisch zerkleinert und einspeichelt, dass es auch wirklich zu einem Brei wird. Und die chemische Zerkleinerung ist dann die Zerlegung und Aufspaltung. Und dass man dann eben die Energie aufnehmen kann, der Körper. Und wichtig am Ende von der Verdauung, die Wasserresorption ins Blut oder in die Lymphe im Dickdarm. Weil wenn man praktisch die ganze Flüssigkeit, die mit in der Ausscheidung dann ist, mit raus ausscheiden würde, dann wird der Körper praktisch einen Wassermangel haben, aber man muss das eben wieder zurück in den Körper holen, dass genügend Wasser im Körper bleibt. Und ganz zum Schluss dann noch die Ausscheidung über den Mast- und Enddarm. Und ja, genau, ich habe euch da auch noch mal ein kleines Schaubild hingezeichnet. Das soll der Körper sein und insgesamt ist das Verdauungssystem circa 12 Meter lang. Und ja, ziemlich lang, aber wir zergliedern es jetzt mal in seine Einzelteile. Und zwar als nächstes kommen wir zu den Funktionen von den Einzelteilen. Dann als erstes die Funktion der Zähne, der Zunge, des Speichels und der Speiseröhre. Hier geht es hauptsächlich um die Nahrungsaufnahme und dann, wie vorhin auch schon gesagt, die mechanische Zerkleinerung und Oberflächenvergrößerung, dass eben das gescheit eingespeichelt werden kann. Also Oberflächenvergrößerung ist ein sehr wichtiges Wort, sollte man auf jeden Fall parat haben. Dann natürlich auch im Mund die Geschmacksprüfung, wenn jetzt irgendwie was verdorben wäre oder so, dann merkt man das ja und dann spuckt man das ja normalerweise aus. Also das ist auch so ein Schutzmechanismus. Dann die Durchmischung und eben das Bewegen und Abschlucken der Nahrung dann und Durchfeuchten der Nahrung, also dass es auch gleitfähig ist, besonders jetzt in der Speiseröhre. Und hier fängt auch schon die Kohlenhydratverdauung an. Und zwar wird bereits hier Stärke in Maltose umgewandelt. Ja, und ein Hauptbestandteil des Verdauungssystems ist natürlich der Magen und deswegen die Funktion des Magens. Also grundsätzlich ist eben eine Speicherung und Durchmischung des Speisebreis. Und dann gibt es verschiedene Zellen, die halt verschiedene ja, Aktionen bewirken. Beispielsweise die Salzsäure, die nennt man auch Belegzellen, die durchsäuren eben den Nahrungsbrei und das Enzym Amylase wird unwirksam gemacht. Auch Krankheitserreger werden abgetötet und Proteine bzw. Eiweiße beginnen zu quellen. Und dann mit den Hauptzellen, mit dem Pepsin und Katepsin, beginnt die Aufspaltung der Eiweiße und dann auch die Eiweißverdauung. Also hier ist die Eiweißverdauung und vorhin in der Mundhöhle zum Beispiel ist ja schon die Kohlenhydratverdauung, aber die Eiweißverdauung beginnt frühestens im Magen. Dann der Magenschleim, das sind die Nebenzellen, die schützen die Magenwand vor der Selbstverdauung. Also nicht, dass sich der Magen selber aufessen würde, das würde ja gar keinen Sinn machen. Aber dafür braucht es eben auch einen Schutzmechanismus. Und der Zwölffingerdarm, das ist der erste Abschnitt des Dünndarms. Und hier kommt es dann zur Aufnahme der Nahrung aus dem Magen. Also das ist dann die Weiterleitung. Und was auch noch wichtig ist, Leber, Galle und der Gallensaft, ja,
die verteilen eben, also diese Säuren aus der Galle, die verteilen das Fett in feine Tröpfchen und dann hat man eben eine große Oberfläche für die Enzyme, die das dann zerlegen können. Also hier auch wieder Oberflächenvergrößerung, habe ich vorhin ja schon gesagt, ist ein sehr wichtiger Punkt. Dann noch jetzt zur Verdauung während der sportlichen Belastung. Also ich denke, ihr habt es oder ihr vielleicht habt ihr schon mal gesehen, gerade die Triathleten hier jetzt zum Beispiel ein Rennfahrer, der hat ja in seiner Belastung, weil ein Triathlon ja ewig geht, also die müssen ja schwimmen, laufen, Fahrrad fahren und das dauert ja mehrere Stunden. Und wenn man über so eine lange Zeitraum so eine hohe körperliche Belastung hat, dann hat man auf jeden Fall ein Energiedefizit. Und die versuchen halt dann mit Nahrung dieses Energiedefizit auszugleichen. Also die essen praktisch während der sportlichen Belastung. Vielleicht hat es schon jemand gesehen, dass so ein Radfahrer auf dem Bike eben so Pfannkuchen isst und Pfannkuchen mit Marmelade und es gibt eben eine sehr schnelle Energie. Aber das muss auch trainiert werden. Also da kann man nicht einfach während der Belastung anfangen, hier was richtig, also richtig viel zu essen, sondern man muss das auch im Training sich da langsam rantasten und den Körper daran gewöhnen. Aber im Prinzip ist das Essen während der sportlichen Belastung natürlich nichts Natürliches, weil das Blut ist ja hauptsächlich in der Muskelarbeit verbraucht und dann ist natürlich weniger Blut im Magen. Also es das heißt nicht, dass man dann gar nicht verdauen kann, aber es geht halt einfach schlechter. Dann noch zum Seitenstechen. Ich denke, das kennt jeder von euch. Also jeder hatte schon mal Seitenstechen. Ich persönlich habe das, wenn überhaupt, wenn ich vorm Sport viel esse und dann halt zu schnell mit dem Sport anfange. Ja, wie ich gerade schon gesagt habe, da stimmt eben dann die Blutumverteilung im Körper nicht. Also dann ist dann zu viel Blut noch im Magen und ich sage ja jetzt, ich will Sport machen. Da müsste ja das Blut eigentlich in die Muskeln. Und so kommt höchstwahrscheinlich Seitenstechen zustande. Also ganz letztendlich geklärt ist nicht, aber das ist so die Theorie. Und es ist auch ja, nicht gefährlich und manche also können das damit einfacher umgehen, manche schwerer. Also die Lösung ist da individuell. Und ja, abschließend noch was zur Mundspülung. Das ist auch was sehr Interessantes. Ich habe da auch schon meine Erfahrungen damit gemacht, weil zu mir mal jemand gesagt hat, wenn ich vor dem Sport meine Zähne putze, dann ist das leistungssteigernd. Und so ist es zum Beispiel auch bei einer Mundspülung. Also wenn man die Mundspülung für circa 5 bis 10 Sekunden im Mund behält und dann wieder ausspuckt, dann wirkt es leistungssteigernd und hilft den Kohlenhydratspiegel aufrecht zu erhalten. Also man hat nicht nur ein gutes Gefühl im Mund, sondern das wirkt auch leistungssteigernd. Und ja, jetzt nochmal zum Schluss hier eine Übersicht, was wir alles heute gemacht haben, also die 4 Seiten. Und ja, also am Anfang des Inhaltsverzeichnisses können wir jetzt eigentlich abhaken, Aufgaben haben wir, Funktionen haben wir, Verdauung während sportlicher Belastung, wie gesagt, muss man trainieren, Seitenstechen ist nichts Schlimmes und Mundspülung ist leistungssteigernd. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis dahin, tschö!